Also, einmal einen Kaff anzünden und dann jetzt mal 12 von diesen Talismanen sammeln. Hier einmal markieren. Das ist auch wieder so ein Quest-Item, das eine halbe Ewigkeit Cooldown hat. Das ist voll schlimm. Da sind die Gegner auf 31% und du wirst halt gucken, dass du auf Schattenbrand halt, dass du den aktivieren kannst und dann machst du ein so ein kleine Feuersbrunst und schon ist der Gegner tot. Freue ich halt, dass sie so einfach umfallen. Ich brauche aber instabile Funken, Mensch. So, drei Türme haben wir, nur noch einer fehlt. Oh, ich glaube, ich sollte langsam mal das hier wieder anmachen. Kann jeder seine eigenen Mobs looten. Wie viele Talismane hast du schon? Sechs Stück habe ich. Okay, da hänge ich gerade einen hinterher. Jetzt habe ich acht. Okay, streich das, ich hänge zwei hinterher. Irgendwie sind die Mobs alle tot. Ich glaube, ich habe ein bisschen Lag. Oh, geht schon wieder. Hatte ich aber jetzt auch gerade irgendwie. Dann war es ein Server-Lag. Also ich habe meine 12. Ich brauche noch ein paar. Da bleiben. Das ist immer das Schöne, wenn man ihnen einfach einen Hammer hinterher schmeißen kann, wenn sie abhauen wollen. Du bleibst da.
nie Auf dem sehen, also. Highway to Level 60. Zwei noch. Einer. Der hat keinen dabei gehabt. So, fertig. Auf geht's zum Quest abgeben, Dudal, Dudal. Auf geht's zum Quest abgeben. Daumen hoch für schlechten Gesang beim LP. Oh yes. Mobs. Möpse? Nein, Mobs, nicht Möpse. Ach so. Seid gegrüßt. Was von den Dingern gibt noch am meisten Kohle? Das war das Ding, glaube ich, oder? Ja. So, jetzt müssen wir nochmal in das Kaff da rein und den Anführer von denen nochmal killen. Giovanni. Ja, der Giovanni. Du lagst. Oder lagge ich? Ich glaube, dann war es ich. Nö, du. Das Gute ist, dass man Lag bei mir nicht hört. Weil ich von meinem Mikro direkt aufnehme und nicht übers TS. Jo. Der ist ja schnell umgefallen. Also lang gelebt hat der nicht. Na dann wieder abgeben. Haben wir eh schon wieder. In der kurzen Zeit haben wir jetzt schon wieder guten Level geschafft. Ja. Wir sind halt doch flott. Meistens zumindest. Wenn wir nicht gerade wieder Brain AFK sind und in irgendwelche Löcher fallen. Hier in der Scherbenwelt gibt es nicht so viele Löcher, in die man reinfallen kann. Ach, glaub mir, die wenigen, die es gibt, werde ich finden. Ja, ich sehe schon kommen. Irgendwann müssen wir dich aus dem Wirbel in die Neta rausfischen. Ja, genau. Da. Wenn ja der. So, dann tun wir mal die beiden Portale da unterbrechen. Machst du das eine und ich das andere? Können wir machen. Gehst du zu dem da hinten, wo du gerade hingehst, dann mache ich das da vorne. Okay. Dann tun sie erstmal den Zornwächter versklaven. Da ist er nicht mal Demo-Hexe und hat trotzdem so ein Viech. Ja. Aber der kriegt übelst aufs Maul. Wie
Wie viel braucht man von den Dingern nochmal? Vier. Aber die droppen bei mir gerade gar nicht. Ah, jetzt habe ich einen. Zwei. Oh, diese Elite, egal. Ja, hauen zusammen. Die können nix. Habe ich neulich mit einem Krieger, als ich hier durchgequestet habe, auch gemacht. Da war ich auch in die D-Skillung. Als Krieger hat man jetzt nicht gerade so den Imba-Self-Heal. Da klatscht meine Elite ab, dann kann man doch wenigstens so einen blöden Stein erwarten. Das war. Oh, ich habe irgendwie schon sechs, wieso auch immer. Warum habe ich auf einmal sechs? Oder habe ich die ganzen von dir jetzt da hinten noch gelootet, weil ich in der Nähe von deinen Mobs gelootet habe? Du hast mir meine Steine weggelootet, schäm dich. So, eins habe ich unterbrochen, hast du es bekommen? Ja. Passt. Mal schauen, wenn ich jetzt noch irgendwie noch zwei herkriege, bevor du deine zwei, bevor du deine vier hast, dann unterbreche ich deins auch noch. Mir fehlt bloß noch einer. Wir haben ja auch. Lol. Finger weg, mein Portal. Nee, jetzt ist es meins. Ja, Alter, jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder wegschmeißen. Jetzt hätte ich nämlich auch viel gehabt. Ganz toll, jetzt läuft mir noch so ein scheiß Gammelzornwächter hinterher, Alter. Los, Imba-Kranich. Schul. Ich mag das Viech. Was geht euch durch den Kopf? Was ist da am meisten wert? Ich glaube, diese Lederhosen. So, jetzt gibt es eine kurze Flugstunde. Mit diesem viel zu langsam fliegenden Greif. Meine Lieblingsquest in dem Gebiet. Bombs, you want it? It's yours, my friend. As long as you have enough rupees. Fire in the hole. Super selbstgemachte Soundeffekte. Gibt's nur Oh bei yeah. uns. Da sieht man es nochmal schön, das dunkle Portal von der Scherbenwelt. Ein bisschen aus der Ferne. Ich bin ganz Ohr. So, dann nochmal Greif nehmen und zum Trümmerposten. Jetzt schon wieder 83%. Ja, es geht doch voran. Die einzige Invi, die wir momentan gehen können, ist Höllenfeuerbollwerk, also vom Random. Ja, das Problem ist, wenn wir das random machen, später,
Dann, okay, so wie ich uns kenne, werden wir x-tausendmal dieses Bollwerk laufen. Ja, deswegen gehe ich frühestens mit Level 60 jetzt in die Innis. Die ersten zwei Level lassen sich ja sowieso bequem durchquesten. Ja, wir sind ja schon mehr oder weniger durch, ne? Ja, bis wir wieder zur Ehrenfeste zurückkommen, da holen wir uns dann Fliegen und danach können wir auch wieder ein paar Innis laufen. Mein Bruder ist die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen, mal geht mir das auf den Sack. Gut, dass mein Bruder inzwischen ausgezogen ist. Ja, der hat sowieso mal rumgetrampelt. Also, ich warte mal ganz kurz auf dich. Ja. Oh, das ist. Oh, die Quest ist auch toll. Und tschüss. Ab in die abyssische Untiefe. Ich weiß zwar nicht, warum der Greif hier immer noch eine einmal rund um den Trümmerposten rumfliegen muss, aber. Ja, ich fand auch die Route sehr sinnlos, die wir über den beiden Portalen gerade hingelegt haben. So nach dem Motto, hier bin ich, schießt auf mich, hallo. Oh, jetzt kommen die richtig großen Bomben. Da haben wir auf den Teufelsherrscher Bomben. Der ist eh immun dagegen. So, Teufelskanonen haben wir alle, noch zwei Peons und ein Vorarbeiter. So, fertig. Jetzt genießen wir den schönen Rundflug. Eine Ehrenrunde über den Scheißhaufen, das ist der Scheißhaufen. Da hinten kriegt man einen kurzen Blick auf Nethersturm. Der wirbelnde Nether. Oh Mann, freu mich schon auf Pyrolyse, Alter. Ich krieg bis Level 66 jetzt eh erstmal nichts mehr. Außer 64. das Level 60 Talent. Stimmt, da kommt ja wieder ein Talent. Ich weiß gar nicht, was beim Hexer da kommt, aber ich glaube, das war jetzt auch nichts allzu Wichtiges, was auf Level 60 da war. Blutschrecken, brennender Ansturm und entfesselter Wille. Ja, da ist der brennende Ansturm noch das Sinnvollste. So, das da vorne ist nur die Wiederholungsquest, die gibt eh keine EP. Ja, aber wir sind noch zum Ehrenposten, hätte ich gemeint. Jupp. Zum Feldmarschall Brock. The Barack Obama. Yes, we can catch them all. Nochmal schönen Schluck trinken.